So, jetzt kack die Wand an. Ich mache noch eins. Ich habe hier noch, also hier, noch einen Status aus dem Facebook, gerettet aus der Timeline in ein Video auf YouTube, bevor eine Versenkung verschwindet. Weil es wurde die Frage an mich gerichtet, was ich brauche, um glücklich zu sein. Ich merke an, in der Antwort geht es darum, was ich brauche, um glücklich zu sein. Ja, es ist einfach eine Darstellung meiner Wahrnehmung. Okay? Brauchen wir jetzt nicht anfangen zu schreiten, wenn es so. Wenn du es anders siehst, wunderbar, mach ein Video und sag mir, wie es dir geht. So, was ich brauche, um glücklich zu sein. Lediglich nichts weiter als die felsenfeste Überzeugung, dass ich in der Lage bin, das auch zu sein. Und zwar egal, was da kommt. Ich bin der, der entscheidet, wie ich was wahrnehme. Mache ich alles schlecht und nenne alles Scheiße und Arschloch, fällt das sehr schwer, glücklich zu sein, weil ich dann automatisch Scheiße und Arschloch wahrnehme. Natürlich auch was anderes, wenn ich das... Entschuldigung. Natürlich was auch anderes, wenn ich das alles so zu sehen entscheide. Ne? Immer mit dem Finger, Scheiße, Arschloch, logisch, was soll ich denn sonst wahrnehmen? Lasse ich das einfach mal, fällt mir das mit dem Glücklichsein schon viel, viel leichter. Ich bin in der Lage, das, was ich wahrnehme, bin ich in der Lage, also ich bin das, ja, aber bin ich in der Lage, das, was ich wahrnehme, in irgendeiner Weise positiv zu deuten, geht es mir richtig gut. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass ich mit ein wenig Übung immer besser dazu in der Lage bin. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, weil ich das jetzt schon seit 8 Jahren übe und immer besser geworden bin. Man sollte aber im Auge behalten, dass es im Leben nicht darum geht, glücklich zu sein, sondern es zu erleben. Hat man das im Hinterkopf, kann man seinem natürlichen Bedürfnis nachgehen, glücklich zu sein und Leiden zu vermeiden. Dann wird das Erleben, das, worum es beim Leben wirklich geht, der Sinn des Lebens, ja, dass man es erlebt, wesentlich erträglicher. Und dann stellt sich auch nicht mehr die Frage danach, was der Sinn des Lebens ist, sondern weiß man, der Sinn des Lebens ist es, das Leben zu erleben. Also, hä? Was man überhaupt noch erklären muss. Ja. Wir haben es geschafft, sehr viel Verwirrung zu stiften in der Vergangenheit, die aber zum Glück nicht existiert, die nur ein Hirngespinst ist. Und auch da kommen wir langsam immer mehr hinter. Jawohl. Stopp das da.